Herzlich willkommen zu Meinungs Minute. Sechs Aktien in 60 Sekunden und los geht's. Commerzbank, die Aktie ist wieder unter 10 Euro gefallen. Kein Wunder, sollen noch die neuen Kobo-Aktien weniger als 7 Euro kosten. Fazit, es ist noch reichlich Luft nach unten. E.ON, der DAX eilt von Rekord zu Rekord, nur E.ON macht nicht mit. Im Gegenteil, die Aktie droht wieder unter 13 Euro zu fallen. Sinkende Strompreise drücken auf die Marge. Verkaufen. Nokia, neue Lumia-Smartphones bringen neue Fantasie und lassen den Kurs der Aktie abheben. Der Sprung über die 3-Euro-Marke ist nur eine Frage der Zeit. Die Aktie bleibt weiterhin ein Kauf. BlackBerry, der kanadische Smartphone-Erfinder, meldet sich eindrucksvoll zurück. Das neue Modell Q10 verkauft sich wie geschnitten Brot. Die Aktie hat Verdopplungspotenzial. Nordex, wenn eine Aktie derzeit Rückenwind hat, dann ist es Nordex. Der Kurs hat sich seit Jahresbeginn verdoppelt, nicht ohne Grund. Dennoch ist es Zeit, Gewinne mitzunehmen. SolarWorld-Chef Frank Asbeck hat es geschafft. Strafzölle für die Konkurrenz aus China. Leider zu spät, vor allem für die Aktionäre. Ihnen droht eine extreme Verwässerung sowie weitere Kursverluste. Das war Meinungs Minute. Bis zum nächsten Mal.